Hallihallo Leute, wir grüßen euch hier zu einer brandneuen, barbarisch guten Folge Conan Exiles mit mir, eurem Host der Untergabe und meiner Freundin Asgard86. Mein Engelchen, wie geht's dir? Ja, ganz gut und dir? Blendend mir. Oh, mir verlangt es gerade erstmal zu überleben. Was war das denn bitte gerade eben? Was war denn das gerade bitte? Eine Spinne, richtig. Und mir verlangt es nach Kisten. Ich will einfach viel, viel mehr Kisten haben. Es macht überhaupt keinen Spaß, Ressourcen zu sammeln, wenn du sowieso die Hälfte wieder irgendwie weglegen musst. Aber und wir können auch einen Schrank. Ja, wir können Schränke bauen. Ein Glück bist du an meiner Seite. Ich hätte jetzt wie ein wilder Kisten gebaut. Und du sagst... Wie bitte? Ja, man kann Schränke. Wir haben Schränke? Wie groß sind die denn? Weiß. Die neuen Bestimmungen. Du musst doch bei allem zustimmen. Stimmt, richtig, genau. Bevor man irgendwelche Informationen jetzt im Internet preisgibt, muss man das andeuten und man muss auch im Besitz des Contents sein, den man hier gerade von sich gibt. Au. Oh. Also, wie heißt das? DVGO oder so? DVGSO. Ja, genau. Bitte ins Mikro reden, ich verstehe dich kaum, mein Schatz. Jetzt. Ja, dabei, ich kann ganz leise reden. Nein, du kannst laut reden. Die dürfen das ja nicht wissen. Ach, stimmt, okay, also, top secret. Haben wir noch nicht zugestimmt. Machen wir. Richtig. Ich stimme hier mal zu. Ja. Weil Microsoft meinte, ich müsste 10 Minuten erst mal ein Update machen, damit sie meinen Standort kriegen. Ich habe das noch nicht gemacht, aber ich habe ja auch seit gestern mein. Nee, eigentlich habe ich seit vorgestern meinen Rechner nicht mehr neu gestartet. Sei froh. Der ständig an neue Folgen hochladen und am Rendern und sonst was. Das Ding ist am Glühen, ich sag's euch, der ist am Glühen. Yeah! Oh nein! Was? Wie bitte? Was? Nein. Du sagtest, hier ist ein Schrank. Wo ist denn hier bitte ein Schrank? Man kann Schränke bauen. Ja, man kann wirklich. Ich kann auch keine Schränke bauen. Was hast du bitte gelernt, dass du Schränke bauen kannst? Noch gar nichts. Oh mein Gott, ich krieg hier gerade... Na, oh. Ich, Wie bitte? Ein Crash-Report. Von Conan? Ja. Oh, naja dann. Better luck next time. Ja, selbst nee, ein... Nee, du kannst da schon mal anfangen. Selbst ein so wunderbares Spiel wie Conan Exiles hat hin und wieder mal einen Crash. Ich sag's euch, wer weiß, vielleicht war Conan gestern lange trinken. Im Namen von Krom natürlich. Unserem Obermacker mit den glänzenden Namen... Wo ist ein Schrank, mein Schatz? Unter Bauen. Bauen bin ich. Talente, da wo Kisten sind, da gibt es auch irgendwie Schränke. Steinmetz. Hier sind nur Steinmetz-Lehrling, Steinmetz-Geselle, Steinmetz-Meister. Hier ist kein... Doch, da wo du Kisten machen kannst und da gibt es irgendwo Schränke auch noch. Grundsteine? Kistenmacher. Nee, da gibt es nur Holzkiste. Ich hab da schon Schränke gefunden. Ja, eben, aber ich weiß ja nicht, wo. Warte mal, ich gehe einfach mal auf Suchen. Schrank. Ah, die andere Kiste. Große Truhe. Geschirrschrank und große Truhe, meinst du das? Die große Truhe, dann müsste es noch was geben. Ja, Geschirrschrank. Geschirrschrank war das. Ah, okay. Ach, du bist schon Level 20? Ich weiß nicht. Du musst doch Level 20 sein, wenn du das schon gelernt hast. Nein, ich kann nur die große Kiste, den Geschirrschrank kann ich nicht. Na, das ist ein und das gleiche Talent, was du erst mit Level 20 erlernen kannst. Na gut. Dann bist du schon Level 20, ganz offiziell. Hiermit ist festgehalten, dass du schon Level 20 bist. Okay, dann warte ich auf dich und in der Zeit sammle ich Ressourcen. Oh nein, ich habe es schon wieder getan. Ich habe schon wieder die ganze Kiste eingesteckt. Ja, es ist ein Reflex, ne? Nicht, dass ihr denkt, dass ich dümmer bin, als ich aussehe. Wir spielen viel Ark nebenbei. Und bei Ark ist das gegen das Zielinventar aufrufen, die F-Taste bei mir. Und hier ist alles plündern, die F-Taste. Damn, ne? Aber mir sei es verziehen. Ist ja schnell wieder geregelt. Klick hier erstmal. Legen wir das einfach mal um. Wohin soll man das denn legen? Tee wäre das. Tee. Tee wäre alles aufnehmen. Geht das? Kann man das machen? Wenn Tee nicht... ist das möglich? Ist? Steuerung, Tastatur. Was jetzt F ist? Zielerfassung ein aus, ist F derzeit. Bei Gegnern, Bewegung, Menüs. Das ist doch Menü bestimmt, oder? Nee.
Na, was ist denn hier noch F? Ich glaube, das kann man nicht ändern. Mein Schatz, ich glaube, das kann man nicht ändern. Nee, sieht schlecht aus. Sorry, ist nicht änderbar. Nein! Und bei Ark ist es mir nicht wert. Da lasse ich das eingestellt. Ark ist ja nun mal unser Number One Survival Game. Aber Conan schlägt sie auch sehr, sehr gut, finde ich. Der Server lohnt sich nach wie vor noch. Ja. So, hier ist Wildfleisch, ist noch nicht gekocht, ne? Rohes Fleisch. Soll ich mal kochen, bevor ich es wieder aus Versehen esse? Passiert das öfteren leider mal. Oh, Spinnenweben. Der geht mir aber auch immer so. Ja. Mit dem rohen Fleisch essen? Ja, weil es sieht einfach fast gleich aus. Das eine ist einfach nur heller, das andere etwas dunkler. Und wenn du nicht gleich hier schaut hast, so, oh, hast du eine Lebensmittelverkündung. Ja. Und denkst so, nein! Es sieht aber auch verdammt lecker aus, dieses rohe Fleisch. Ja. Sieht aus wie so ein schöner Fleischfetz mit Bologna-Soße. Irgendwie, wa? Ja. Bologna! Ballo, ballo, ballo. Okay, ja, dann baue ich jetzt woanders einfach ab, was wir so brauchen. Holz, ne? Wir brauchen jede Menge Holz. Jede Menge Holz und jede Menge Steine. Damit tue ich auf jeden Fall nichts Schlechtes. Machen wir dann eine Fackel raus. Conan. Wobei, wir sind ja nicht wirklich Conan. Wir sind ja nur... Genau, richtig. So Leibeigener. Ach, hier kannst du deinen Leibeigenen an die Werkstatt stellen? Ja, ist ja mal geil. Alles. Da haben wir nicht mal annähernd, haben wir die Tiefen dieses Spieles erfasst. Wir haben noch viel vor uns, Leute. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ne, Flow ist an euch und natürlich ein dickes Dankeschön für die Bewertung und Klicks im letzten Video. Danke, danke. Vielen Dank dafür. So, Reparatur mal behalte ich nochmal, Seil behalte ich. Damit kann ich ja irgendwen mal fesseln. Hoffe ich doch mal richtig, zumindest. Aber nur eine kurze Strecke. Also den vom Mitra schreien könnte man dann rüberholen sozusagen. Wie? Und dann können wir den als Leibeigenen einstellen? Wir brauchen Sklaven. Ja, ich glaube, du musst aber erstmal mit der Fessel, wie ihr sagt, dann irgendwie rüberholen und dann weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ich töte, also da stehen drei. Ich töte zwei und klau mir einen. Das geht, das soll gehen. Du kannst einen da irgendwie fesseln. Das musst du unten hinlegen, okay. Und dann glaube ich, bevor der stirbt oder irgend sowas, dann versetzt er dann. ich weiß nicht. Ist neu für uns. Wir könnten jetzt natürlich nachgucken, einen Profi fragen oder. Meine Devise ist immer Learning by Doing, aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Ich habe noch kein Metall-Einhandschwert, welches ich benutzen kann, obwohl ich in der anderen Hand eine Fackel habe. Ich habe ja nur dieses große, klobige Stein-Zweihandschwert. Deswegen werde ich mich jetzt erstmal dem Holz widmen, denn man kann gar nicht genug Holz haben. Holz. Weißt du, was richtig cool wäre? Wenn wir auch Leibeigene nutzen könnten, um Fasern und Holz zu sammeln, so wie die Dinos in Ark. Yeah, Saltman Fabi! Und ein dickes, dickes Dankeschön für dein Abo auf YouTube. Wie geil ist das denn? Ja, ich hab die Alerts so an von den Streams. Wie geil. Und das in der Let's Play-Aufnahme. Du bist heute unser Ehrengast. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, so kannst du halt auch mal gehen. Ja, ne? Herrlich. Ich hoffe, du hast Spaß. Absolut, mein Schatz. Dieses Spiel, Survival Games generell, ne? Kriegt jetzt halt überhaupt nicht genug von Survival Games. Hätte fast am Wochenende jetzt noch ein viertes angefangen. Aber das ist zu viel des Guten. Wir spielen ja derzeit Ark, Conan, ich spiele noch Subnautica und ich hätte fast Raft noch angefangen. Geholt habe ich es mir schon mal, weil ich werde es sowieso irgendwann spielen. Aber, noch nicht. Bin noch gut ausgelastet mit Stay, mit Hitman. Und, naja, heute fing Nightfall an. Genau, heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme, läuft die erste Folge von The Nightfall, einem Horror-Adventure. So, machen wir schön die Fackel wieder ganz. Sollte vielleicht auch die Spinne mitnehmen. Nicht, damit sie umsonst ihr Leben gelassen hat. Aber da haben wir doch auch was gelernt. Mit Spinnen. Ja, nee, Spinnen haben kein Innenleben. Nein. Spinnen bestehen nur aus Spinnenweben. Und Chitin, aber das muss man abhämmern. Das muss man abhämmern.
Okay, schön, alles einsammeln. Wir brauchen einfach noch alles. Und dann warte ich darauf, bis du am dem Spiel teilnimmst. Und dann baust du einen Schrank. Macht ja nicht. Wusste nie, dass ein Crash Report so lange dauern kann. Aber warte, dir ging doch das mal damals mit Seven Days to Die. Das war doch auch sowas. Ganz schlimm. Ja, Crash Report. Das Spiel ist zwar noch nicht lange her, aber der Crash Report dauert dafür umso länger. Ja, richtig. Logik! Ja, mach doch einfach mal Alt F4 und so. Mach das mal richtig raus. Den Crash Report brauchst du auch nicht rausschicken, da wirst du ja mal gefragt. Na, Ausdauer ich weg. Ich schicke den ja noch nicht raus, wird dann nur überprüft. Okay. Ach, brichtest du einfach ab und startet das Spiel neu? Hab ich versucht. Affengriff, gleich, Taskmanager, gleich, Rechtsklick. Error. Ich komm nicht mal rein. Okay. Na gut. Na, nicht, dass er sich jetzt aufgegangen hat und wir warten vergebens. Das wäre nicht so schön. Nein. Er läuft. Spätestens also, nach 20 Minuten komme ich mal rüber. So. Bei dem derweil kann ich mir ja hier die Zeit vertreiben, indem ich unsere Ressourcen aufstocke. So ein bisschen, ne? So ein bisschen. Muss ja auch mal sein. Außerdem ist es verdammt teuer. XP. Weil ich gerade an XP gedacht habe. An XP und dann denke ich immer an Expensive. Und Expensive ist ja teuer. Es ist verdammt heiß heute. Das wollte ich sagen. Es ist verdammt heiß. Oh ja. Es ist mega heiß, Leute. Wirklich. So. Schalten wir mal ein bisschen in die Ego-Perspektive. Sieht auch sehr schön aus. Keine Ausdauer mehr. Was haben wir denn da drüben Nettes? Ein kleiner Schrein? Naja, oder eine, so eine Ruine, auch nicht schlecht. Kann ich mir auch mal... Wow, Vorsicht, die Spinne! Third Person wieder. Schwert raus. Gegner anvisieren. Also ich finde es einerseits finde ich schade, dass die gerade diese wilden Gegner... Obwohl wir noch so einen anfänglichen Level haben, nicht wirklich eine großartige Bedrohung sind. Also man braucht sich davon nicht fürchten. Andererseits finde ich es natürlich super, dass man hier gleich so gewisse Freiheiten hat, die man ausleben kann. Und dass der eine oder andere doch nicht unbedingt böse ist, sondern auch so einer wie wir ist, ein Aussätziger. Eben, ein Wanderer. Stimmt, du hast recht. Das ist auch eine ganz neue Erfahrung in einem Survival-Game. Normalerweise jedem, alles und jedem, den man hier über den Weg läuft, ist böse, will einen töten. Und aber dann gibt es auch noch welche, die ganz cool sind. Die Schwachen, beziehungsweise die netten Menschen. Die netten Menschen wie wir. Vorsichtig! Jetzt. Weil wir wollen ja richtig. Wir wollen helfen. Wir wollen auch helfen. Wir wollen auch viel helfen. Ja. Ist so. Ist einfach so. Und wir hätten den ja gerne mitgenommen, aber... Eben, ich meine ja auch gerade den Typen. Eben, er wollte nicht mit uns mitkommen. Und er war dann einfach zu nett, dass ich ihm die Schlinge um den Hals lege und die einfach mitschleife. Dafür war er dann zu nett. Vielleicht ein andermal, vielleicht wenn wir so ein bisschen mehr abgehärtet sind in dem Spiel. Wenn wir skrupelloser geworden sind, wenn uns die gefährliche Welt von Krom und Conan uns zu wahrhaftigen Barbaren gemacht hat. Aber der Tanz war cool. Ja, also der uns beigebracht hat. Ich freue mich schon auf den nächsten Tanz. Oh, trockenes Holz. Ich habe was Neues gefunden. Trockenes Holz. Ja, gut. Achso, nee, das ist ganz normal. Nee, doch hier, trockenes Holz, tatsächlich. Info. Beschreibung. Zwischen den mit Wald bedeckten Hügeln im Norden streifen Horden von Affenmenschen umher, die keine menschliche Sprache kennen und weder Feuer noch Werkzeuge benutzen. Das hyborische Zeitalter. Das Feuer schützte die Menschen vor wilden Raubtieren und ermöglichte ihnen, auf der Leiter der Zivilisation eine Sprosse nach oben zu klettern. Die Menschheit sucht ständig nach Wegen, noch bessere Feuer zu entfachen. Diese in einem Brennofen getrockneten Holzscheite eignen sich für ein überragendes Feuer. Ach so, quasi, oh, effektiveres Holz. Aber die wurden nicht wirklich in einem Zündofen. Ist natürlich jetzt Quatsch. Wir haben sie einfach hier auf der Heide gefunden. Aber macht ja nichts. Okay, das ist besseres Holz. Damit kann man bessere Feuer entfachen. Wahrscheinlich brennen die dann einfach länger. Das ist schon mal super. Das ist schon mal ganz nett. Ich finde es auch super, dass man Menschenfleisch essen kann.
Persönlich habe ich was dagegen, aber im Kontext dieses Videospiels geht schon in Ordnung. Geht schon in Ordnung. Ja, ja, ja. So. Ja, 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 ja. Was haben wir da oben? Das ist die Spinne wieder. Die nehmen wir natürlich auch mit. Die soll nicht umsonst ihr Leben gelassen haben. Oh, Simon Dräger, was ist denn heute hier los? Natürlich ein dickes, dickes Dankeschön. Oh, für dein Abo auf YouTube. Vielleicht zwei in einer Aufnahme. Was ist denn hier los? Ich weiß nicht. So. Ja, muss ich dann mal ausschalten, das nächste Mal. Wieso ist ja ganz lustig eigentlich, wa? Fast wie früher. Ja. So. Und jetzt bitte hier schön das Holz abbauen. Aber ich muss ja bald umdrehen, mein Inventar ist nahezu voll. Aber erst wenn ich bis oben hin gefüllt bin, das ist doch wieder ein Schrein, ist das, ne? Ich bin... Oh, oh, warte, was ist hier los? Ich höre schon wieder irgendein Ungetier. Ah! So, akustischer Verbannter. Oh oh, nicht tötbar, nicht tötbar. Oder wie? Was ist hier los? Jetzt habe ich ihn erwischt. Okay, jetzt haben wir ihn auch gleichzeitig. Haben wir ihn schön zerlegt. So, mega. Bleibe auf der Hut. Esse was, weil ich ja ordentlich Energie verloren habe. Und hoffe mal... Ah! Hier schreit schon wieder einer. Nein. Affenfrau. Das hört sich nach einer Affenfrau an. Oh, zwei Affenfrauen. Ich habe euren Anführer getötet. Seid ihr euch sicher, dass ihr gegen mich kämpfen wollt? Seid ihr sicher? Oh, oh, die hat's zerlegt. Die hat's zerlegt. Sehr gut. Ja, ja, bei mir dauert's wohl halt. Ich merk schon. Ich komm gleich rüber, mein Schatz. Ich komm gleich rüber. Wir haben gleich die erste Folge geschafft, der heutigen Aufnahmesession. Dann schaue ich mir das mal ein bisschen genauer an. Aber vorher werde ich diesen Schrein erkunden. Dann haben wir einen schönen Folgenschwerpunkt. Ist das wieder Mitra? Mitra, alte Socke, schön, dass wir dich wiedersehen. Wenn das ist. Wenn das ist. Kann sein, bin ich mir nicht sicher. Aber gibt ein schönes Thumbnail. So. Ja, sieht gut aus. Jetzt von der anderen Seite nochmal. Von der Schokoladenseite meiner Glatze. Wunderbar. So wird ein Schuh draus. Schönes Ding. Ja, schade, dass man sich hier nicht niederlassen kann. Weil die Gegner hier immer wieder am Respawn sind. Immer wieder am Respawn sind. Sehr schön. Oh! Ach, das war der gleiche Mitra-Schrein, den ich vorhin schon mal geklärt hatte. Also beziehungsweise vor 4 Folgen oder so. Ich bin zu Hause, mein Schatz. Naja, so schließt sich nun mal der Kreis. Meine Damen und Herren, eine solide Folge Conan Exiles mit Asgard und Leo neigt sich dem Ende zu. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ansonsten wieder schauen, reingauen. Bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Video. Euer Leo und eure Asgard. Ciao, ciao. Ciao.